mir guten Freund, einen gewissen Herrn Schön, der wollt plötzlich mal ins Theater neingehen. Und er fragt, wo denn Karten hier kaufen man kann sich. Man sagt in B5 ihm auf 27. Und so lauft der Herr Schön nach B5 gleich hinein. Jetzt krieg ich die Karten, meine Frau wird sich freuen. Na schön, denkt Herr Schön, wird nach B5 ich gehen. Und er kommt nach B5 in die Freizeitgestaltung und es fängt dort an eine Mordsunterhaltung. Wenn man ihm dort erklärt, worauf er sofort schweigt, hier werden die Karten nämlich nur erzeugt. Wo bekomme ich Billets? So fragt jetzt Herr Schön. Da müssen's zur Arbeitsbetreuung raufgehen. Na schön, sagt Herr Schön, werd ich rauf einmal gehen. Und er kommt ins Büro der Betreuung B5 und er hört dort Geruder, Gelärm und Geschimpf. Und er stehen dort angestellt fast 500 Leut. Herr Schön stellt sich an, denn er hat ja viel Zeit. Was wollen Sie bei uns? Schreit ein Herr wie ein Stier. Sie kriegen die Karten im Einsatz B4. Na schön, denkt Herr Schön, wird nach B4 ich gehen. Und er kommt nach B4 und er sagt, ich möchte quarten. Drauf sagt ihm der Herr, da werden 6 Wochen warten. Denn wir haben hier Leute wie zum Beispiel Herrn Donat. Der wart auf der Quarten schon den 17. Monat. Und gerade zu Tosca, da müssen sie gehen. Es genügt ihnen nicht, wenn sie Figaro sehen. Na schön, denkt Herr Schön, werd ich Figaro sehen. Und schon so nach 8 Wochen betrüblichen Worten, da schickt die B4 ihm 2 Figaro-Karten. Wie er kommt nach B5, da hängt dort ein Plakat. Heut wird nicht gespielt, das ist aber schad. Wann wird wieder gespielt, werden so fragt er voll Zagen. Denn Figaro spielt man so in 14 Tagen. Na schön, sagt er schön, werd ich später ihn sehen. Nach 14 Tagen, da kommt er doch leider zu spät und drum er sehr weit von der Eingangstür steht. Und er drängt sich zur Tür hin ganz sanft und ganz mild. Da haut man die Tür zu, weil der Saal überfüllt. Man schreibt aufs Billett ihm, er kommt nicht in den Saal. Jetzt gilt seine Karten für das nächste Mal. Na schön, denkt Herr Schön, werd ich das nächste Mal gehen. Das nächste Mal kommt er hin, gerade heut spielt man nicht. Das E-Werk hat abgedreht, eben das Licht. Beim nächsten Mal Figaro, da sagt man im Stuss, heut ist gar nicht Figaro, heut spielt man den Kuss. Ich kann doch nicht tschechisch, so schreit er schön. Die Karten bleiben gültig, wird's das nächste Mal gehen. Na schön, denkt er schön, werd ich das nächste Mal gehen. Und wann gilt dann meine Karten, fragt er den OD-Mann und er antwortet ihm kalt, so als wäre er ein Schneemann. Die Karten vom Mittwoch, die gelten am Sonntag, die Karten vom Freitag, die gelten am Montag, die Karten vom 1., die gelten am 8., die Karten vom 8., die gelten Weihnachten. Na schön, denkt er schön, werd ich Weihnachten gehen. Da packt ihn ein Ekel vor jeglichem Stück und er schreit, ich will nichts als mein Geld gleich zurück. Und er lauft nach B4, wo er kriegt sein Billett. Dort sagt man das Geld, die B5 längst schon hat. In B5, da sagt ihm die Freizeitgestaltung, das Geld hat schon unten die Kartenverwaltung. Na schön, denkt er schön, werd ich runter mal gehen. Doch kann er nicht weiter, drum setzt er sich hin. Die Karten, die haben verwirrt seinen Sinn. Die Karten vom 1., die gelten für Kuss. Und Figaro, Weihnachten sehen wir muss. Die Karten vom B4, die gelten am Montag, die Mittwoch am Freitag, die Samstag am Sonntag. Na schön, denkt er schön, ich werd ins Irrenhaus ein.